neuer Tag, neues Video. Heute wird es wieder ein Vlog, aber bevor wir mit dem Vlog anfangen, gibt es noch das Unboxing, denn wir waren ja gestern in Dresden unterwegs und ich habe mir einen zweiten Laptop gekauft für unterwegs, dass ich auch unterwegs schneiden kann und mobil schneiden kann, was ich ja bis jetzt nicht konnte. Und tada, das ist das gute Stück. Es ist ein Asus. Und ich kann jetzt hier leider nur Gaming lesen. Aber wir gucken mal rein, da finden wir sicher mehr Informationen. Wo ist mein Messer? Ach hier. Schauen wir mal rein. Ich bin so aufgeregt. Der war auf jeden Fall nicht günstig. Aber was tut man nicht für Hobbys, ne? Also ich freue mich wie so ein kleiner König darüber. Es ist für mich wie Weihnachten. So sieht das aus. Asus TUF Gaming. Jo, da klingelt mein Handy. Wir haben sogar eine Laptop-Tasche dabei. Das ist sehr genial. Die gucke ich mir jetzt auch mal an. Eine Laptop-Tasche ist dabei und eine Maus, hat der Verkäufer gesagt. Da bin ich echt mal gespannt. Cool, das ist ein Rucksack. Guck mal. Das ist ein Rucksack für einen Laptop. Das ist sehr cool. Wo ist denn hier? Ach hier. Hier geht's auch. Das ist Tatsache wie ein Rucksack. Nur für einen Laptop. Den Laptop steckt man dann scheinbar hier hinten rein. Cool. Also ist verdammt cool. So, schauen wir mal das gute Stück an, würde ich sagen. Immer diese Probleme mit den Verpackungen. Auf geht's. Also hier haben wir auf jeden Fall schnell den Laptop. Oh mein Gott. Das sieht schon so edel aus. Das ist echt cool. Der wiegt ungefähr, ich glaube, der wiegt 3 Kilo. Zum Vergleich, mein Acer Predator, mit dem ich sonst immer alles mache, der wiegt mit Zubehör 8 Kilogramm. Das müsst ihr euch mal überlegen. 8 Kilo. So, von der Seite geht er auf. Oh, das ist wie Weihnachten. Also hier steht Asus TUF Gaming FX504 Series Anti-Dust Cooling for Long Vitae. The World's Fastest Gigabit Wi-Fi. Was ist jetzt noch so interessant? Erstmal nichts weiter hier. Oh mein Gott, das ist so eine Schönheit. Und was haben wir noch dabei? Alles klar. Hier muss noch mehr sein. Hier haben wir ein Kabel. Und hier ist die dazugehörige Asus-Maus. Das ist ja cool. Ich hatte noch nie bei einem Laptop eine Maus dazu. Und hier gibt es sogar noch eine Maus und eine Tasche dazu. Das ist immer noch nicht alles. Da fehlt immer noch was. Der Rest müsste hier auf der Seite sein. Genau, hier ist der Rest von dem Ladekabel. Oh mein Gott. So, wo stehen denn jetzt die Daten? Hier stehen echt keine Daten zu dem Laptop. Auf jeden Fall hat er 16 GB RAM Arbeitsspeicher. Dann hat er zwei Speicherplatten. Die eine hat irgendwas bei 200 GB. Die andere hat 1 Terabyte sogar schon. Dann, was hat er noch? Wisst ihr was? Ich blende euch die Daten einfach ein. Egal. So, ich werde euch jetzt verraten, wo es heute hingeht, wo ich euch mitnehme, was wir machen. Wir fahren heute in den Spreewald und gehen paddeln. Das wird so cool. Bis gleich. I'm ready to go. Hey, da ist es wieder. What's in my bag? Also wir haben jetzt eine Decke mit zum Paddeln. Ganz wichtig ist Mückenspray, weil das letzte Mal wurden wir von den Mücken aufgefressen. Music, was zu trinken und ganz wichtig Sonnencreme. Was haben wir hier noch? Mein Stativ. Dann eine
Tüte für alle Sachen, die nicht nass werden dürfen. Ne? Und was ist das? Ach, ein Hemd. So, that's in our bag. Im Spreewald muss man Fisch essen. Voll viel zu kaufen, das ist voll cool. Boah, da ein fetter Kahn. Wow. Wackelige Planken. Alles gut? Ich nehme noch mal die Paddel. Also, wie gesagt, der Hauptarbeiter sollte hinten sitzen. Die zweitwichtigste Person ist vorne. Beim Stechpaddel ist es so, eine Hand kommt oben auf den Knauf, eine Seite in diesen schwarzen Griff bereit. Der Grundschlag ist vorne eintauchen, nach hinten bewegen. Im Idealfall natürlich einer rechts, einer links. Ist ja logisch. Für so eine, hallo? Am Anfang im Kreis. Für so eine enge Kurve hier. Dreh ich den mal so, dass es hier ein bisschen weniger Abstand gibt. Großen Schritt in die Mitte, rechts und links fest. Ich reiche da schon ein Paddel rein. Gut. Boah, oh Gott. Warte erst mal, sitzt ein bisschen. Voll schön hier die Häuschen, ne? Voll schön. Mal gucken, wann die Mücken kommen. Bis jetzt merke ich noch nichts. Oh, ich muss gleich paddeln. Ich muss gleich paddeln. Ah ne, wir drehen schon. Okay. Alles gut. Nein, wir kollidieren. Nee, gut. Alles gut. Wow, das wird aber sportlich. Komm, Männchen, komm! Schneller! Schneller! Guck mal, sie holt auf. Die Ente holt auf. Die ist voll süß. Die kommt richtig hinterher.
kommt zum Boot. Vorsicht, Vorsicht, festhalten. Guck mal. Die denken, wir haben was, aber wir haben nichts. So, wir sind jetzt an einer Schleuse angekommen. Mal gucken, was jetzt passiert. Auf jeden Fall muss hier gleich erstmal das Türchen aufgehen, dass ich reinfahren kann. Ich bin allein auf dem Boot. Und warte, was passiert. Na dann. Na dann. Herr Kapitän. Wow. Ist ja, als wäre ein Monster hier neben einem Wasser. Irgendwann sind wir dann bei diesem kleinen Gasthaus angekommen, wo wir dann Mittag gegessen haben. Und als wir dort angelegt haben an der Bootshaltestelle, ist gerade ein Trupp von jungen Männern eingestiegen und der eine ist mit kompletten Sachen, voller Montur, kopfüber in das Wasser reingefallen und war pitschnass. Also ich denke mal, dem sein Handy ist auf jeden Fall Schrott gegangen dabei. Der hat mächtig Pech gehabt. Haben die sind, ne? Ja. Dass sie einfach so rankommen. Jetzt sind sogar schon vier da. Erst war es eine. Dann kamen noch zwei andere aus dem Gebüsch. Jetzt sind schon vier. Oh. Voll niedlich. Das sind vielleicht gerade mal, was schätzen du? 50 cm bist du der? Die sind voll süß, guck mal, wie die schnatteln. Die könnte ich eine ganze Weile beobachten. Da ist ein Biber. Da. Guck mal. Oh, jetzt hat er uns gesehen.
Der lässt sich nicht stören. Jetzt. Nee? Oh. Die zahmen ja alles. Die Enten und sogar die Biber. Wir haben bei uns vorne im Teich ja Nutria. Der ist bei Zeiten weg. Sobald er dich sieht, ist er weg. Aber der lässt sich gar nicht stören hier. Da ist er wieder. Voll verrückt, was wir heute alles sehen, hä? Zack. Oh, jetzt sitzt er da. Der hat echt absolut keine Angst. Der chillt voll. Jetzt geht er weg. Nee? Jetzt geht er wieder drüben ins Wasser. Oh, absolut keine Angst. Der frisst einfach. Das ist Natur pur. So ihr Lieben, ihr kennt die Prozedur. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video gefallen hat, oder einen netten Kommentar. Ihr könnt auch den Kanal kostenlos abonnieren. Ja, wie gesagt, es kostet nichts. Aktiviert das Glöckchen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Das dürfte auf jeden Fall in den nächsten 2 Wochen sehr hilfreich für euch werden, denn in den nächsten 2 Wochen kommen sehr viele Vlogs. Vielleicht nicht jeden Tag, aber recht oft. Sagen wir es mal so, recht oft. Wir werden nämlich verreisen. Wo es hingeht, das erfahrt ihr dann in den nächsten Videos. Also, seid gespannt. Abonnieren, Glöckchen aktivieren und ihr verpasst nichts mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.